Jeder kennt sie, die Best of Kleinanzeigensprüche oder lustige Facebook-Gruppen. Heute kommen wir zu meinen lustigsten Jodelsprüchen. Dich finde ich echt sympathisch. Ich finde dich auch sehr nett. Vielleicht sollten wir Nummern austauschen? Das wäre doch voll komisch, das würde alle Leute verwirren. Ich meine, dann habe ich deine Nummer und du meine. Das müssten wir denen erklären, wenn die uns anrufen. Mein neuer Freund und ich, wir sind wie Romeo und Julia. Okay, die beiden waren 14 und 18, die Beziehung hielt 3 Tage und endete mit 6 Toten, aber viel Glück euch beiden. Danke. Außerdem müsste es Romeo und Julian heißen, weil ihr seid beide schwul. Du machst einem auch echt alles kaputt. Ja, du, ich muss mir dann jetzt auch mal die Hände waschen gehen, ne? Warte. Eigentlich wäschst du dir gar nicht die Hände. Eigentlich waschen sich die Hände gegenseitig. Und du guckst nur dabei zu. Was stimmt denn nicht mit dir? Na, erzähl mal, wie ist das Date gelaufen? Du, frag nicht. Das Date ist total scheiße gelaufen. Ich glaube nicht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Nach so vielen schlechten Dates ohne Mist, da habe ich echt das Gefühl, dass ich überhaupt nichts auf die Reihe bekomme. Ich glaube, atmen ist das Einzige, was ich kann. Hast du nicht Asthma? Du findest immer die richtigen Worte. Nein, aber ganz ehrlich, Jesus muss sich nicht wundern, dass ihn alle nur auf seinen Körper reduzieren. Ich meine, wenn er überall halbnackt rumhängt. Ja. Okay, bis morgen, Oma. Ich hab dich lieb. Früher in der Telefonzelle. Oh, Tür zu, das ist privat! Heute in der U-Bahn. Ja, Tatjana, stell dir vor, es ist Scheidenpilz. Ja, nee, juckt auch tierisch. Hi. Ja? Du, ich habe eine Frage. Wie viele Rollen Tapete hast du für deinen Flur damals gebraucht? Du hast genau die gleiche Wohnung wie ich. Es waren 13 Rollen. 13. Ja. Okay, danke schön. Du, von den 13 Tapetenrollen sind jetzt noch ganze 7 übrig geblieben. Ja, das war bei mir damals auch so. Okay. Du hast absolut keine Ahnung von Gestaltung, du liebst flippige Schriftarten und benutzt das Wort flippig, du hast vielleicht sogar eine Gabel im Auge, dann suchen wir dich. Bewirb dich noch heute als Grafikdesigner der WhatsApp-Weihnachtsgrüße deiner Eltern. Frohes Fest! Hast du das? Ist das drauf? Sehr gut. War das okay? Meine Begleitung kommt wohl nicht mit, der wäscht sich sicherlich noch die Hände. Ja, es hat hervorragend geschmeckt. Kompliment an den Koch. Stefan, du bist wunderschön! Kostet trotzdem 23,50. Ja. Warum weinen Sie jetzt? Mein Mitbewohner hat gestern zum ersten Mal seine Freundin mit in die Wege gebracht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du bringst auch jeden Tag eine neue mit. Ihr hättet die Gesichter sehen sollen. Okay, zu meinem Anliegen. Ich suche eine WG. Falls ihr ein Zimmer frei habt. Ich bin auch sehr humorvoll.